Einen wunderschönen guten Abend, Ladies and Gentlemen. Herzlich willkommen auf einem neuen Video von mir. Freunde, wir sind heute bei Klaassen hier in Minden. Ja? Klaassen steht für luxuriöse Autos, schutzsichere Autos. Wir gehen mal rein und besuchen heute den Samuel Klaassen. Der hat uns heute eingeladen. Er führt uns heute durch seinen Showroom. Und Leute, heute haben wir ein ganz großes Special. Der Rolls-Royce Cullinan ist heute hier am Start. Und auf einer ganz luxuriösen Art des Segen. Ich will nicht viel rumbabbeln. Nikos, komm, wir gehen rein und schauen mal, wo der Samuel steckt. Der hat abgeschlossen. Einen wunderschönen guten Abend. Samuel, Junge. Wie geht's dir? Alles gut? Bestes, freut mich, Bruder, freut mich. Wir drehen gerade ein YouTube-Video. Wir haben gesagt, wir sind heute bei Klaassen zu Hause. Ich habe den Leuten so ein bisschen erzählt, was ihr macht. Ja, im Grunde genommen ein ganz kurzer Durchlauf, oder was hier momentan im Showroom steht. S500, neue S-Klasse. Stark. Nichts Besonderes, ein Ultra-Mega. Nichts Besonderes, Leute. Nichts Besonderes in der Hinsicht, was wir generell machen, okay. Umbautechnisch. Zum Beispiel hier ein Mega-Highlight, wo mehrere Monate, also bis zu 19 Monate dauert es, um so einen Umbau zu machen. Schätz mal, was siehst du in diesem Auto, oder schätz mal das Baujahr von dem Auto, was du schätzen würdest. Baujahr? Baujahr von dem Auto, so wie es da steht. Was? Ja, schau mal rein. Boah, jetzt, wo du es so sagst, keine Ahnung, Mann. 2000? Vielleicht sogar 1990? Ich weiß es nicht. Ja, aber eine gute Richtung hast du bekommen, aber falsch bist du trotzdem. Auf jeden Fall, das ist nach 2010. Nach 2010? Das heißt, das ist auf der Basis von einem nagelneuen Auto, einem aktuellen Auto. Ganz kurz zu zeigen, wenn du denkst, 1990, der hat einen Anzieher dran. Ja, das ist gebaut auf der Basis vom 3er BMW E92. Ist das BMW? Das ist ein Auto BMW. Das ist BMW? Das ist ein BMW. Krass. Also aber halt komplett umgebaut. Die Idee dahinter ist halt, neues Auto, neues Fahrwerk, Fahrgefühl von einem neuen Fahrzeug, aber das Auftreten von einem alten Auto. Klassik, das ist auf der Basis vom 3er BMW, dann halt Elfenbeinsteine, die im Interieur mitverwendet wurden. Das ist die Monaco Edition. Zum Beispiel hier siehst du, das sind alles handgemalte Bilder, die Elemente. Das ist die Monaco Edition und der Prinz Albert persönlich hat hier sogar drauf unterschrieben. Also da hinten siehst du auch die Karten, Pokerchips, also im Stil von Monaco, vom Casino, wurde das Auto gebaut. Ja, jetzt siehst du und verstehst du den Vergleich, warum ich beim S500 sage, nichts Besonderes. Ja. Ist ein nagelneues Auto, aber in dem Zusammenhang von den Umbauten oder der Individualität der Unterschied. Wie viel ist die Karre wert? Der Preis von dem Auto liegt bei 420.000. 420.000. Krank, verrückt. Also zwei Lamborghinis. Ja, wenn du Richtung Aventador gehst, ja, oder ein Aventador SVJ. Kunden bei dem Auto oder wer sich so ein Auto holt oder bestellt, die haben schon 10 Aventadors, die haben deren Cullinans auf der Welt verteilt, Bentleys, alles. Die wollen etwas, womit die etwas zeigen wollen oder ein Auftreten dann zeigen, auf der Autobahn mit einem Klassikauto 250, 300 zu fahren. Halt, die brauchen etwas Außergewöhnliches und das können die dann halt nur mit so einem Auto bekommen. Ja, hier im Grunde genommen haben wir hier kurz ein Geburtstagsgeschenk schon eingepackt, das GLS 600 Maybach. Für wen ist er denn? Für einen Kunden aus Nigeria. Krass. Und wartet auf seine Abholung. Der kriegt den zum Geburtstag. Warum krieg ich das nicht zum Geburtstag? muss doch ein Ali-Auto werden zum perfekten Einsteigen. Der braucht genau ein paar Sekunden. Bruder, das ist geistesgestört. Digga. Boah, Bruder, mit so ein Ding rumzufahren, ne? Das springt, ich weiß nicht, ob du diese Spiel... Springt der? Ja, genau, das ist der. Krass. Der wurde das Springen beigebracht. Ne, die coole Sache dabei ist, oder wie Mercedes das ja vermarktet, sollte er sich in der Wüste im Sand einfahren, dass er sich selber rauswippen würde. Mansuri oder Brabus oder so? Ist das so ähnlich? Ähnlich zum Teil, weil Mansuri und Brabus sind ja spezialisiert auf Exterior-Tuning und Interior-Umbauten. Ja. Wir sind spezialisiert in den Interior-Umbau und halt spezielle neue Entwicklungen zu realisieren im Innenraum. Das heißt, Motor fässt ihr gar nicht an? Am Motor machen wir gar nichts. Hier ist mal ein Auto, was du dir mal auf jeden Fall anschaffen musst, was du brauchst. Aber hier... Guck dir mal den Fernseher an, Bruder.
Das ist sozusagen eins der Highlights. Ja, was man direkt sieht, das was wir oder vom Konzept hier hinten, da sind die Maybach-Sitze, die hier eingebaut sind. Das heißt, die Sitze aus dem Maybach in der V-Klasse eingebaut. Heftig. Hier dann die Armlehne mit Wireless Charge, das heißt, legst du Telefon drauf, fängt Lade. An sofort zu laden. Krass. Und das mega super Highlight, das was du in keinem anderen Auto in der Welt eigentlich bekommst, ab Werk von den ganzen Herstellern, was eigentlich gar nicht angeboten wird, kriegst du in keinem Rolls-Royce, in keinem Bentley, einen Fernseher. Und hier haben wir einen 43 Zoll Fernseher, das heißt, das, was du im Auto hast, du hast zwar ein ganz komplett neues Fahrerlebnis halt mit so einem Fernseher. Heftig. In dem Auto. Also heftig. Hast du die Dimmfunktion, das heißt, dass du die Helligkeit der Decke einstellen kannst. Das, hauptsächlich ist das für ein oder zwei Personen abgestimmt, gedacht mit dem Fahrzeug. Dann hast du zum Beispiel die Trennwand, auf Knopfdruck verwandelst du dann außen zwei Sitzer halt in einen Viersitz. Das heißt, an der ersten Position hast du dann das Sitzkissen, wo du es dann mit der Fußstütze verbinden kannst. Oder dann halt zusätzlich die Rücklehne, die dann rausfährt, um damit man noch jemanden mitnehmen kann. Das heißt, dann hast du vier Personen. Hast du auch schon welche mit PlayStation und so verbaut? Ja, haben wir heute. Junge, stell dir mal vor, so Langzeiten, Bruder. Ja, hier im Grunde genommen gibt es dann noch eine Intercom-Funktion. Das heißt, du kannst den Fahrer anrufen. Fahrer, einmal mit dem nächsten McDonald's bitte. Auf jeden Fall hat man die Möglichkeit auch, dass der Fernseher runterfährt. Das heißt, auf Knopf fährt der Fernseher dann runter. Ach, krass. Dahinter hast du die Glasscheibe. Also das heißt, das ist eine Trennung zum Fahrerbereich, um die ganzen Geräusche abzusichern, dass man wirklich hier die Privatsphäre hat. Aber man hat auch zusätzlich die Möglichkeit mit dem Intercom. Was sind das denn für Menschen, die solche Autos bestellen? Das ist zum Beispiel eins der Modelle, was Geschäftsleute dann bestellen, kaufen, weil die viel unterwegs sind oder Meetings haben, treffen oder manchmal sind es auch Familien, die dann komfortabel, bequem reisen möchten, aber hauptsächlich sind wirklich dann Geschäftsleute, sind viel unterwegs, dann verbauen wir für die manchmal auch eingebaute Kameras für Zoom-Meetings, Team-Calls oder eingebaute PCs, dass sie unterwegs auf Langstrecken, wenn die von einer Niederlassung zu anderen fahren, auch arbeiten können im Fahrzeug, also weltweit. Also wir haben mittlerweile schon in über 70 Ländern Autos geliefert. Heftig. Wo es nach Geld riecht, dorthin geliefert. Moskau, Dubai, Saudi-Arabien, heftig. Monaco, Asien, Kambodscha, China, Indien, also im Grunde genommen haben wir überall schon Autos fahren. Krass, Digga. Das Unternehmen hat mit deinem Vater begonnen? Genau, er hatte das gegründet oder angefangen oder seit 20 Jahren gibt es, sozusagen schon gelassen, die letzten 10 Jahre machen wir sozusagen fokussiert oder intensiv VIP-Vans, V-Class Sprinter in den letzten 4-5 Jahren sogar dann verlängert und gepanzerte Autos. Ja, das sind zum Beispiel hier eingebaut, das ist halt wie im Rolls Royce eingebaut in der Tür. Aber die kosten jetzt nicht auch so ein Tausender oder so, oder? Also beide im Auto eingebaut 3.300. Heftig. Kannst du ja ausrechnen. 3.300 durch 2, dann gut, hast Bruder, du den Preis. Da gehe ich lieber so gedreht. Da werde ich lieber nass. Ja. Hier haben wir sozusagen unsere gepanzerte Ecke. Also die Ecke mit den gepanzerten Sachen, die wir bauen. Zum Beispiel hier die Felge von der G-Klasse, die wir verwenden, die gepanzerte, die wir bauen, mit einem zusätzlichen Notlaufring. Das heißt, wenn auf die Reifen geschossen wurde, die Reifen sind platt, kannst du trotzdem von der Notstelle oder wegkommen. Hier kannst du einmal sehen, die Dicke, das sind 5 cm, also 50 mm Scheiben, die in die G-Klassentür dann reinkommen. Und das ist dann zum Beispiel so ein getestetes Glas, was wir dann beschossen haben, was wir zertifizieren und die Zertifikate für die Materialien, die wir in den Autos verwenden, den Kunden dann mitgeben. Und das ist zum Beispiel jetzt für die G-Klasse, die ist in der Panzerungsstufe VR8 gepanzert. Und das sind so die Gewehre, Munition, gegen die die Scheibe abgesichert ist, ab kann. Heftig, Mann. Heftig. Würde man jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Handgranate oder so in irgendeinem Auto, ist das von unten auch gesichert? Da kriegst du eine extra Metallschutz. Heftig. Schiene. Heftig. Also auch viele Präsidenten und so, die eure Autos bestellen, ne? Also viele nicht, aber wir haben schon einige Präsidenten, wo wir Autos schon für die gebaut haben und ausgeliefert haben. Und was hat das mit dieser Yacht hier zu tun? Ja, hier, und das ist halt das Modell von einer richtigen Yacht, was gebaut wurde, schon aufs Wasser gelassen wurde. Einige Elemente in der Yacht ausgebaut, also wir machen das in Kooperation mit einer Firma, die in Monaco sitzt. Okay. Und wir haben zum Beispiel die Captain-Kabine ausgebaut, dort halt Sitze eingebaut, umgepolstert, realisiert und zum Beispiel unsere Regenschirme oder Sitzkissen, die wir dann in der Yacht gemacht haben, weil der Kunde halt wollte komfortabel, bequeme Sitze haben. Schön. Und da haben wir die Sitzecke für ihn gestaltet, designt und realisiert. Also es ist nicht direkt ein Projekt alleine von euch, sondern ihr... In Kooperation mit einer Firma hatten wir es realisiert. Also auch Umbau und
Aber auch hier nicht schutzsicher oder so, ne? Nein, also es gab schon Anfragen wegen gesicherten Scheiben auf Yachten und solche Sachen, aber gebaut haben wir nicht. Hier war wirklich dann momentan das Interieur, was wir gemacht haben. Und hier einmal die Weltkarte zu zeigen, in welchen Ländern, wo wir alles schon hingeliefert haben. So überall, wo du die Flaggen siehst, da sind so Länder, wo wir schon hingeliefert haben, die Autos. Okay. Einmal kurz zu sehen, sind über 70 Länder Ägypten, mittlerweile. Israel. Warst du in Libanon auch? Nee, ich war da nicht. In vielen der Länder war ich nicht. Also wir haben mittlerweile in über 70 Ländern geliefert. Ich habe mal eine Liste geführt. Ich glaube 27 Länder, wo ich war. Aber es gibt noch viele Länder, wo man hin kann. Ist aber schön, ne? Ist schön, man sieht viele verschiedene Orte, viele ja, verschiedene Kulturen. Das hast auf bestimmt jeden Fall. Auch alles Mögliche schon gegessen? Alles gegessen nicht. Immer nur bei Halal-Essen geblieben. Aber gesehen schon vieles. Das heftig, so speziell ist ja in China. Da sitzt du mit den Kunden oder Partnern am Tisch, dann siehst du Schildkröten, schwarze Hühner und sonst was. Heftig. Was dann auf den Tisch gebracht wird, da machst du manchmal große Augen. Jetzt gehen wir zum Highlight. Zum exklusivsten Auto, was momentan gebaut wurde auf der Basis vom Rolls Royce. Okay. Und was momentan die ganze Presse darüber schreibt. Ich bin ready, ich seh's schon, ich seh's schon. Cullinan, auf der Basis von Cullinan gebaut. Hier haben wir einmal die komplette Panzerung gemacht und im Innenraum die Trennwand eingebaut, die Trennung von dem Fahrer zu der VIP-Person hinten oder für den VIP-Bereich hinten. Mhm. Und so wie das Auto steht oder mit so einem Umbau, gibt es momentan auch ein einziges auf der Welt. Mit so einem umfangreichen Umbau, hier auch das komplette Programm, Kapselpanzerung, Scheiben sind gepanzert, gepanzerte Reifen, das heißt neue Felgen, Fensterscheiben. Das heißt im Fall, wenn das Auto auf der Seite liegt oder auf dem Dach, dass du auch ohne Elektrizität Scheiben dann aufmachen könntest. Krass. Weißt du Bescheid, was möglich ist? Mal ja, versuch mal. Oh, Digga, was ist das denn? Gepanzerte Tür. Krass. Hey, Bro, also wie wiegt so eine Tür? Also die liegt schon 150, 200 Kilo. 200 Kilo nur die Tür? Ja. Ach krass. Ey Bruder, das sieht ganz, ganz wild aus. Das sieht ganz, ganz wild aus. Im Grunde genommen der VIP-Bereich oder das Spezielle ist ja im hinteren Bereich. Mhm. Das heißt, da wurde die Trennwand eingebaut. Das ist die Trennung zum VIP-Raum. Dann hast du die Bildschirme, die Originalen, wurden dann versetzt. Die sind dann hier eingebaut, das heißt, ach, du hast krass. Hier eine Tischplatte und dann den Bildschirm, der ach, dahinter krass. Eingebaut ist. Das ist so heftig bequem, ne? Und auch mit dem Sternenhimmel. Kann man auch bestimmt andere Farbe machen und so, ne? Nee, Rolls-Royce hat diese Funktion nicht. Hier ist sozusagen das Sterneglimmern oder Sternschnuppen, die dann durch den Himmel fliegen. Ach, krass. Das ist dann möglich. Heftig. Genau, Knopfdruck fährt dann die Tischplatte rein. Dann haben wir hinten die Armlehne und dahinter ist dann der... Genau, nach vorne ziehen und dahinter ist dann der Kühlschrank eingebaut. Was kostet so ein Wagen? Also der liegt bei, so wie er da steht, bei 950.000. 900, du willst mir gerade sagen, wir sitzen in einem Millionenfahrzeug. Kannst du auch so sagen. 1 Million Euro, Digga. Das ist für mich, das ist unvorstellbar. Das ist ja, das sind mehrere Immobilien. Regenschirm, auch hier in dem Fall. Genau, auf Knopfdruck springt er dann raus. Was kostet so einer? Ich würde schätzen, dann würde es Richtung 5.000 gehen. 5.000? Einer? Ein Regenschirm. Ein Regenschirm, 5.000 Euro. Ja. Also ich sag dir ehrlich, Bruder, bei dem Preis, ich gehe glaube ich so durch Regen. Kurzer Blick in den Kofferraum. Und dann sieht man auch die gepanzerte Scheibe. Ja, ja, ja. Also ist hier der Kofferraum, dieser Bereich, der ist ja dann nicht gepanzert. Die Panzerung oder die Scheibe sind gepanzert und alles dann da drunter, dass man noch ein bisschen Kofferraum hat. Das ist hier. Hammer. Um noch irgendwas reinzulegen und da rauszuholen oder dann... Knopfdruck schließt dann alles. Und Ali, bist du bereit? Ich bin ready. Was hast du denn vor? Was das Auto noch kann? Oh, krass. Oh, krass. Ausgerüstete Polizeisystem fürs Wasser. Das heißt, wenn der Baba fährt, sollen heftig. Alle aus dem Weg gehen. Heftig. Ja, genau, Polizei.
das Fahrzeug geht an einen Kunden, der ist in einem Land, in einem afrikanischen Land, einer der größten Banken gehören ihnen. Mhm. Und da sind die Connection da, um so durch die Gegend fahren zu können. Machst du so ein bisschen Rabatt und dann nehmen wir auch so ein Ding mit. Wenn du Anzahlung dabei hast, können wir über einen Rabatt sprechen. Von welchem Rabatt sprechen wir? Ich gebe dir Fofi. Fofi mit wie vielen Nullen dahinter? Komm, ich zeig dir mein Auto mit eingebauter PlayStation. PlayStation? Da weißt du Bescheid, was auch noch möglich okay. ist. Also viele Sachen, die wir ja schon gebaut oder umgebaut haben, die haben wir uns ja heute gar nicht angesehen oder können wir auch nicht. Ja. Viele Autos haben wir ausgeliefert. Oder was ist das denn? Ach du Scheiße, das ist doch ein Club, Bruder. Das ist doch ein... Ey, mein Gott. Bruder. Das ist doch ein Club. Und hier könnte ich jetzt PlayStation spielen, oder was? Ja, siehst du ja. PlayStation-Controller, da ist die PlayStation eingebaut. Das ist zum Beispiel eine Variante ohne Trennwand, aber mit einem eingebauten Fernseher für 7 Sitzplätze hinten, damit mit den Jungs. Bruder, ey, ich sag dir ehrlich, ne? Ich würde hier eine Party drin feiern, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Heftig. Was kostet so ein Wagen? Also der liegt bei 180.000. Ist okay, kann man machen. 180.000? Hier hast du deine Partylichter. Ach krass, Mann. Um einmal die Lichter zu ändern. Krass, Mann. Um die Helligkeit auch anzupassen. Heftig. Also, Ladies and Gentlemen, ich würde mal sagen, lasst mal ganz, ganz viel Liebe da auf meinem Kanal. Lasst mal ein paar Klicks da und dann holen wir uns auch so ein Fahrzeug. Und ich lade euch alle ein, oder nicht, Samuel? Perfekt. Hört sich nach einem Deal an. Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen fetten, fetten Daumen da. Ich bedanke mich herzlich bei Samuel. Danke dir für die Führung. Immer wieder herzlich willkommen. Leute, checkt auf jeden Fall die Seite von Samuel ab. Die machen mega, mega krasse Autos. Bis dahin würde ich mal sagen, wir sind raus. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.